Sie haben es wieder geschafft. Vor ca. 450 erst anfeuernden und dann ausgelassen feiernden Fans holten sich die Damen des UAC Sparkasse Weißenfels am Samstag ihren vierten deutschen Meistertitel, davon das dritte Mal in Folge. Dabei startete das Spiel recht verhalten. Sophie Großert schoss die Cats zwar nach knapp 4 Minuten in Führung, doch nach 13,5 Minuten glichen die Gäste aus Grimma aus. Das sollten dann aber auch die einzigen Tore in diesem Abschnitt bleiben. Im zweiten Durchgang gaben die Cats dafür dann richtig Gas. Kurz nach der Pause legte Rückkehrerin Lisa Bartsch das 2:1 ins gegnerische Tor. Magdalena Tauchlitz schloss spektakulär per Fernschuss ab, Katja Leonard und Franziska Liebing erhöhten schließlich auf 5:1. Dann der dritte und entscheidende Spielabschnitt. Die MFBC-Damen bäumten sich noch einmal auf und man merkte, dass sie unbedingt ein drittes Spiel erzwingen wollten. Das würde zwar gleich am nächsten Tag stattfinden, wäre aber eine neue Chance. Und so machten sie jetzt etwas mehr Druck und konnten ihre Tore 2, 3 und 4 erzielen. Doch die Weißenfelser Cats ließen sich nicht beeindrucken. Laura Hönicke und Sarah Patzelt erhöhten auf 7 Tore für die Gastgeberin und sicherten so den Sieg und damit die Meisterschaft. Wie nach jedem Spiel wurden auch wieder die besten Spielerinnen des Spiels geehrt. Auf Gästeseite war das die Torhüterin Claudia Wende. Auf Seiten der Cats war es Magdalena Tauchlitz. Mit einem Tor und 2 direkten Torvorlagen war sie besonders wertvoll für ihr Team. Zudem wurde Pauline Baumgarten als Topscorerin der gesamten Liga ausgezeichnet. Ja, ist natürlich Wahnsinn, sowas zu bekommen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass ich das eigentlich nur durchs Team geschafft habe, so viele Tore zu schießen. Weil immerhin gibt es auch noch Vorlagen. Und dadurch ist es entstanden. Und nur so, das ist dank meinem Team. Es kann nur so entstehen. Sehr zufrieden und glücklich zeigte sich Martin Blanke, der Trainer der Cats. Es war uns von Anfang an klar, dass die Mannschaft nur über Kampf und Einsatz gewinnt. Und für uns war absolut entscheidend, dass wir mit dem Kopf gewinnen. Physisch nicht zurückzustehen, aber dann clever zu spielen, den Ball schnell zu machen und unsere Chancen zu nutzen. Und da haben die Cats die Krallen gezeigt und haben hier einen Sack zugemacht. Das war ganz wichtig. Und auch Magdalena Tauchlitz, die ihr Tor gefühlt vom Parkplatz einnetzte, äußerte sich nach dem Spiel. Also es ist grandios, halt wieder einen deutschen Titel einfahren zu dürfen. Wie gesagt, es war wieder eine Top-Mannschaftsleistung. Ich will mich da jetzt nicht rausheben. Ich habe halt einfach mein Ding gespielt und mein Bestes gegeben und dadurch ist das halt einfach entstanden. Am Samstag werden dann die Herren des UAC versuchen, ein drittes Finalspiel zu erzwingen, nachdem das erste leider an den MFBC Leipzig verloren ging. Die Mannen um Coach Hannu Santanen sind zu Hause ebenfalls eine absolute Macht. Ein Vorteil, denn das dritte Spiel würde dann in der Weißenfelser Stadthalle stattfinden. Wir drücken die Daumen.